Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Diese Worte aus Römer 12, die mir jemand als seinen Konfirmationsspruch geschickt hat, sind so etwas wie die geistliche Lebensberatung, die Paulus der Gemeinde in Rom mit auf den Weg gibt. Immer wieder staune ich darüber, wie die biblischen Texte das Wesentliche auf den Punkt bringen. Denn genau darum geht es. Immer wieder von Neuem die Zuversicht in uns aufnehmen, die Gott uns schenken will. Sie dankbar zu ergreifen, sich daran zu freuen, das Leben zu genießen, wo es Anlass dazu gibt. Ja, fröhlich in der Hoffnung zu sein. Aber dann eben auch vor dem Schweren nicht davonzurennen, das Dunkle nicht zu verdrängen, es anzunehmen, wenn kein Grund für Fröhlichkeit da ist, die Trübsal auszuhalten, weil ich tief in der Seele weiß, sie wird nicht ewig dauern. Gott wird neue Türen öffnen. Ja, geduldig in der Trübsal zu sein. Und wie soll das gehen? Jetzt kommt das Dritte ins Spiel. Seid beharrlich im Gebet. Ja, es stimmt, wir spüren nicht immer etwas, wenn wir beten. Gott ist vielleicht da irgendwo draußen, aber ich höre ihn nicht. Wir beten, aber es tut sich nichts innerlich. Paulus sagt, bleibt dran. Gott meldet sich, vielleicht nicht sofort, aber er meldet sich. Ihr könnt ihm das sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Und ihr werdet spüren, dass er da ist. Seid beharrlich im Gebet. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt diese geistliche Lebensberatung des Paulus heute mit und geht gesegnet und behütet in diesen Tag.